Oh mein Gott, was ein Hin und Her. Laut neuesten Gerüchten soll die GTA 5 PC-Version nun doch nicht kommen. Es gibt wohl aktuell große interne Streits zwischen Rockstar und Take-Two Interactive. Der Chef der Marketingfirma Rantic, John Hofberger, bestätigt Streitereien zwischen den Firmen. Rantic macht das Marketing für GTA. In einem Meeting über die Zukunft der Reihe kam nun raus, dass die PC-Version vollständig aufgehoben oder zumindest bis auf Weiteres verschoben wird. Eine PC-Version war für die Rockstar-Mitarbeiter wohl ein großer Schock. Niemand hatte damit gerechnet, doch der öffentliche Druck war wohl zu groß. Wütende GTA-Fans haben jetzt schon die Webseite von Rantic offline gebracht. Rockstar selbst hat sich noch nicht zu einem PC-Version-Ausfall geäußert. Aber das wäre schon echt eine harte Nuss, oder? Mehr Themen gibt es wie immer auf dem Kanal.